Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars. Wir spielen auf der Map Sturmwaffel. Und ja, irgendwie ist der eine Typ in unserem Team AFK, läuft bei dem auf jeden Fall. So, da warte ich jetzt gleich. Okay, perfekt. Dann hole ich mir nämlich jetzt sofort eine Rüstung. Zack. So Leute, gestern kam kein Video, das hatte auch einen bestimmten Grund. Und zwar, ich habe mich einfach nicht danach gefühlt, eins zu machen. Ich war nämlich irgendwie total, ich weiß auch nicht, ich habe mich so, ich habe gestern alles geputzt und so weiter und dann hatte ich irgendwie keine Lust auch noch ein Video zu machen, das müsst ihr verstehen, das war irgendwie, war eine komische Situation irgendwie gestern, muss ich echt sagen. So, kaufen wir uns mal wieder ein paar Blöcke hier, können wir uns gleich den zweitbesten Brustpanzer kaufen. Zack. Perfekt. Und ja, aber jetzt sollten eigentlich wieder täglich Videos kommen. Wie gesagt, wenn ein Tag mal ein Ausfall ist, ist es ja kein Ding. Solange jetzt nicht wieder eine Woche Pause dazwischen ist oder so. Es gibt ja auch Let's Player, die machen, so wie Marek zum Beispiel, nur zweimal in der Woche ein Video. Das wäre jetzt zum Beispiel nicht so mein Fall. Ich möchte nicht so unregelmäßig Videos machen, da ich irgendwie finde, dass das generell nicht so gut ankommt, auch teilweise, aber so. Perfekt. Zack. Zack. Und das eine Eisen könnten wir eigentlich zu einem, zu einer Kiste machen. Eine Kiste ist gut. Die stellen wir hier hin. Dann packe ich das hier rein. Okay, perfekt. Was könnte ich denn jetzt noch gebrauchen? Ich hole mir noch ein paar Blöcke. Mach das mal so. Gut, dann gehe ich jetzt einfach mal rüber, Leute. Ich gehe einfach mal rüber, ich wage es. Wir spielen übrigens auf der Map Sturmwaffe, das ist auch eine neue Map. Und ich finde die Map echt chillig. Also, ich muss echt sagen, die gefällt mir echt ganz gut. Und wir sind Team Rot und verteidigen gerade die Base echt gut. Also, finde ich echt nicht schlecht. So. 6 Eis, 6 Gold. Dann warte ich jetzt noch ganz schön, bis ich 8 Gold habe. Denn dann könnte ich mir einen, schon einen Zweierbogen holen. Das wäre natürlich echt krass. So, zack. 8. Jetzt hier auch noch 9. Und hier vielleicht. Ist hier auch noch was? Hier ist. Nee, 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 hier ist nichts mehr. So. Ich habe jetzt 9, das ist perfekt. Dann kann ich mir nämlich jetzt schon den 7er Bogen holen. Und ja, einer hat schon einen Bogen. Okay, ja, dann ist perfekt. Dann hole ich mir jetzt den hier. Den da. Ich brauche einen Pfeil. So. Perfekt. Gut, dann hole ich mir das hier. Und das hier. Perfekt, dann können wir jetzt ja wieder in die Mitte gehen. So. Gut, jetzt haben wir einen Bogen. Ein besseres Schwert wäre natürlich noch echt krass. Eins, zwei, drei. So, perfekt, haben wir tot. Oh. So. 6 Gold, das heißt, ich gehe jetzt nochmal in die Base und hole mir jetzt ein besseres Schwert. Wäre natürlich auch von Vorteil, ich habe den zu uns geschlagen. Ach, der hat ihn zu uns in unsere Base geschlagen. Ach so, okay. So, perfekt, jetzt habe ich auch noch ein besseres Schwert. Und dann kann ich mir auch jetzt gleich den besseren Brustpanzer holen. So, los. Geh runter, los. Ach, hier. Gut, dann hole ich mir jetzt gleich den besten Brustpanzer auch noch. Und dann sind wir eigentlich schon mal echt sehr, 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 sehr gut ausgerüstet. Dann dürfte ich nicht mehr jammern. Zack, zack. Gold lasse ich hier. Dann würde ich sagen, könnten wir eigentlich schon mal die Gegner stürmen. Ich meine, ich habe die beste Spitzhacke. Damit sollten wir ganz schnell irgendwo durchkommen. Und eine gute Ausrüstung habe ich auch noch. Von dem her. Oh, oh mein Gott. Jetzt wäre ich da fast runtergeflogen. Lass die Base stürmen. Hab das beste Schwert und den 7er Bogen.
Okay, ich hole mir eben auch einen Bogen. Okay. Gut, die holen sich jetzt noch ein bisschen Rüstung. In der Zwischenzeit werde ich davon diese lieben Menschen da schon mal so ein bisschen davon abhalten. Aber Moment, das Bett ist hier drin. Oh, die haben da das mit den Kisten gemacht. Das hält natürlich extrem auf. Das ist natürlich echt ein bisschen doof. Aber das schaffen wir schon irgendwie. Ey, du. Ferdinand. Stirb, Ferdinand. Du musst sterben. Oh, perfekt. Und jetzt der noch mit Rüstung. Der mit Rüstung muss noch sterben. Perfekt. Und er ist down. So, und jetzt. Jetzt rüber. Jetzt müssen wir alle rüber. Schnell. So. Alles weg hier. Ich baue mich hoch. So, erstmal hier rüber. Zack. Weil hier oben können sie nichts tun. Sie haben nämlich nicht genügend Blöcke, um sich selbst hochzubauen, wahrscheinlich. So. Ich gehe jetzt hier zu der Base von denen. Und baue mich einfach mal so von oben rein. Ich glaube, das ist die beste Alternative. So. Nein, er wurde getötet von dem Blauen. Okay, das ist jetzt nicht so der optimale Punkt. So. Der müsste gleich tot sein. Noch ein Hit. Perfekt. So. Jetzt schnell runter. Sterbt alle, sterbt. Ich muss die einbauen, weil wenn ich die einbaue... Nein, ich fall gleich runter. Oh mein Gott. So, ich muss da jetzt einfach durch. Aber bevor die so ein Ding kaufen, das ist echt ein bisschen doof dann. So, einfach rein jetzt und das Bett abbauen. So. Perfekt, Bett ist down. Und jetzt müssen die einfach nur noch sterben. So, einer lebt noch. Wo ist der Typ? Ich schätze mal da hinten irgendwo. Oh, okay. GG. Das war eine schöne Runde. Unser Team hat gut zusammengearbeitet. Wir haben schön das Bett abgebaut. Und ich würde einfach mal sagen, das war's. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Heute kommt wahrscheinlich auch noch Drave. Müsste ich schaffen, weil ich nehme das jetzt ganz schön früh auf. Und dann würde ich sagen, war es das, wenn es euch gefallen hat. Wie gefällt euch die Map Sturmwaffe? Also ich finde, ist eine der geilsten 2x3er Maps. Und ich würde sagen, das war's. Macht's gut und ciao.